Ja, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute machen wir mal ohne B-Avatar. Denn es gibt ein Spiel auf Epic, das heißt Prey, und das ist gerade kostenlos. Ich bin einfach hier nur wirklich eine Minute reingesprungen und dachte mir, das muss ich aufnehmen. Und ich würde sagen, ich laber gar nicht lange. Wir gehen direkt rein. Wollen wir mal weiblich oder männlich sein? Ach, kommen wir männlich, oder? Ja. Du betrittst dein Apartment. Du erwachst in deinem Apartment im Jahr 2032. Oh je, ich weiß auch noch nicht so ganz, worum es geht. Ich sag nur, dass es kostenlos ist, sah ein Trailer geil aus und jetzt will ich spielen. Und ihr sollt teilhaben. Guten Morgen, Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Ach, Montag. Kurzer Lag. Schreibe, weil ich aufnehme. Ist das ein Handy? Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Ah ja. Vergiss deinen Anzug nicht. Nee, Bis nee. später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Der erste Tag. Du hast ein Ziel bekommen. Drücke oben, um dein Transcript zu öffnen. Zieh deine Transstar-Uniform an. Oh, geil. Lass mal ganz kurz innehalten und diesen Ausblick hier genießen. Boah. Fängt ja schon mal gut an. Da ist unser Anzug. Nice. Huch. Alter. Zieh deine Transstar-Uniform an. Tür öffnen. Steig in den Helikopter auf dem Dach. Ah. Okay, es hat ein paar Performance-Einbrüche, wenn ich hier so ein bisschen hin und her schwenke. Aber mal gucken. Boah. Oh. Guten Morgen, Mr. Yu. Moin. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Ja, ich muss auch mal mit Ihnen reden. Wird zu nett, zu springen. Kannst du sprinten, um STG kannst du kriechen. Das habe ich vorher noch eingestellt. Was? Ah, ich habe Stamina. Naja, gut. Meine Etage Dach. Oh, es gibt keine Ladezeiten im Elevator. Oh, cool. Roof Access. Luxus pur, meine Freunde. Boah, schau dir die Stadt vorher nochmal an. Geil. Mr. Hugh, machen Sie es gemütlich. Gleich geht's los. Ja. Die Transstar-Anlage ist nicht weit weg. Oh, schön. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Schön. Boah, das ist geil. Oh, das macht echt Bock schon. Boah, schau dir die ganzen Details an. Schöner Blick auf die Bucht. Arcane Studio Production. Ah, oh, so tut ihr die Credits einfügen. Oh, cool. Oh, das ist einfach geil. Und Leute, ich muss euch was sagen. Ich habe die Grafikqualität auf niedrigste gestellt und es sieht trotzdem geil aus. Boah.
Muss man sich mal gönnen. Oh ja, hier ist das Ding. Pray. Gönnt euch das. Da wären wir, Mr. Hugh. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Ja, danke. Gibst du direkt wieder ab? Begib dich ins Testzentrum. Okay, darf ich mal anmerken, wie... Nein, diese Detailliebe. Die haben da sogar diese Kondensstreifen von den Flugzeugen, wenn die da lang fliegen. Boah, ich liebe das Game jetzt schon. Hi. Hallo, Dr. Yu. Hi. Ich bin ein Sybil 495 Wissenschaftsoperator. Klingt ein bisschen wie hier. Nee, nicht sie, oder bald so? Bald werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Okay. Wir sind alle gespannt, wozu Sie fähig sind, Dr. Yu, zumindest ich. Ja, bin ich auch gespannt, wofür wir fähig Willkommen, sind. Morgan Yu. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Irgendwie kommuniziert ja alles mit einem. Oh, ist das schön. Das mag ich. Es hat so was Lebendiges von dem Spiel. Morgan. Moin. Endlich. Wie geht es die Testanlage? Moin, Brudi. Und hi. Hey. Diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Ja, ne? Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich. Aber das ist typisch für die Us. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Ah ja. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Ja, sicher doch. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Dr. Bellamy. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Oh, Mr. Cool. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Okay. Wahrscheinlich so Space-Tests wahrscheinlich, ne? So für... Ob ich weltraumtauglich bin. Oh, hi. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Ah ja. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Alles gut. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bestimmt. Bereit? Gut. Fangen wir an. Jawohl. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Okay. Kisten stapeln. Wie greife ich denn was? Achso. Wunderbar. Ah, werfen mit Maustaste 1. Das ist... Sie machen das großartig. Ich weiß. Ich Gehen bin... Wir jetzt rüber in Raum B. Ich bin professioneller Kisten aus roten Kreisen rausräumer. Wissen Sie das? Ein Stuhl? Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Ich weiß schon, wo ich mich verstecke. Ihr könnt mich nicht sehen. Sehen Sie. Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja. Ja, ich... Gibt's synaptische Aktivitäten? Nein. In Ordnung. Halt ich da raus? Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Ja, ich bin übrigens auch professioneller Hinterstuhlverstecker, müsst ihr wissen. Ah, okay. Also gut. Man bringt endlich so die Steuerung bei. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Okay. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Okay.
Zum Starten den roten Knopf drücken. Jawohl. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Hä? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist noch an. Ich kann sie hören. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Okay. Ja, ich bin einfach zu gut hierfür, wisst ihr? Könnt ihr die Tür aufmachen? Dankeschön. Ah, jetzt muss ich was am Computer machen. Hoch. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Oh, jetzt kriegst du auch noch einen Kaffee oder was? Da werde ich wohl auch rein. Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Bin ich schon. Gute Arbeit. Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ja. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Ah ja, okay. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Jawohl. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues? Etwas Neues. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Sie werden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Wie fühlen Sie? Ich habe Angst, weil hier was passiert wird. Ich bin wütend. Niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig, das war es wert. Ich bin wütend. Niemand hat das... Achso, ja. Oh, nicht einfach. Nee. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, denen an Gleis gefesselt sind. Sie können das Gleis wechseln lassen. Doch ein anderes ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Oh nein! Oh, die Frage ist mies. Oh, da muss ich lieber ein Menschenleben riskieren als 5. Oh Mann, das ist so eine... Gut, weiter. Oh. Was? Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extra dicklebigen Mann. Wenn sie aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Junge, das Game ist brutal. Ja, kick mir den dicken Mann oder nicht? Ich habe ja wirklich nichts gegen Dicke, ne? Aber wenn er den Zug anhalten kann. Ah. Fast geschafft. Ach komm schon. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie könnten den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen. Doch das würde ihr Tod bedeuten. Den dicken, heftigen Mann stoßen. würde ich ihn stoppen wollen, um 5 Menschenleben zu retten? Oh. Jungs, was sind das für Fragen? Wir gehen einfach wieder auf den Dicken. Wissen Sie, ich würde sicher dasselbe tun. Gut. Sorry an alle von euch. Gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte es sehr. Mein Gott! Sicherheit! Sicherheit! Was zur... was ist hier passiert? Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Und hier würde ich sagen, machen wir Ende von Part 1. Ich frage mich, wie es euch gefällt. Lasst gerne einen Daumen und eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.